Video Nummer 2, die technische Analyse. Das ist mein Herzstück. Damit arbeite ich und das habe ich von der Pike auf gelernt. Ich habe mir das zum großen Teil zum Beginn selbst beigebracht im Selbststudium, bis ich letztendlich dann den CFTE, den Certified Financial Techniken in Frankfurt abgelegt habe. Und genau das nutze ich jetzt für mein Trading. Was beinhaltet denn die technische Analyse? Wir haben Fibonacci, wir haben Elliott-Wellen, wir haben Chartformationen, wir haben aber auch Kerzenformationen. Und dieses ganze Sammelsurium in Verbindung mit meinem Chartaufbau und meinen Indikatoren ergeben die technische Analyse, die ich für mein Trading nutze. Es gibt ja noch viel, viel mehr technische Analysemöglichkeiten. Ja, man hätte das Volumen, man hätte Pivot-Points, das ist wirklich nur eine geringe Anzahl, aber ich habe es geschafft, mir ein profitables Handelssystem abzuleiten, indem ich das nutze, was ich für mich brauche, was für mich relevant ist. Und das möchte ich dir jetzt in diesem kurzen Video schnell zeigen. Wir fangen an. Investment Traders. Schnell zeigen. Wir fangen an mit Unterstützung und Widerstand. Das ist natürlich die älteste aller Geschichten in der technischen Analyse. Wir haben Widerstände und wir haben Unterstützungen. Ja? Um einen Widerstand zu brauchen, gibt es natürlich mindestens mal zwei Berührungen auf den jeweiligen Punkt in dieser jeweiligen Zone. Dabei nutze ich nicht etwa eine genaue Marke, wie du jetzt siehst, 150,28 $. Ja? Nutze ich nicht, dann auch hier Knautschzonen. Natürlich werden sie nie zu groß, weil sonst macht das keinen Sinn, sondern diese Knautschzonen werden relativ eng gehalten. Ja? Und auf der Unterseite sehen wir Unterstützungen. Wir brauchen auch hier mindestens zwei auf der Unterseite. Ja? Und wir haben hier sogar viermal, 1, 2, 3, 4 Unterstützung. Ja? Je öfter eine Unterstützung oder ein Widerstand angelaufen wird, desto signifikanter sehen es die Marktteilnehmer. Es bringt nichts zu sehen, was ich sehen will, sondern du musst sehen, was die anderen sehen. Du musst sehen, was die großen Marktteilnehmer sehen. Ja? Und das haben sie hier einwandfrei gesehen. Also Unterstützung und Widerstand, das ist für mich wichtig. Wenn ich zum Beispiel antizyklischen Einstieg finde, ist ein Merkmal und die Unterstützung, auf die ich baue. Ja? Das ist nur ein Merkmal. Letztendlich im Verkauf, wenn ich die Position schließe, schließe ich sie meist natürlich an Widerständen. Ja? Das zum Thema Unterstützung und Widerstand. Jetzt möchte ich dir aber zeigen, die Fibonacci. Fibonacci gibt es als Fibonacci Level und Fibonacci Projektionen. Wir sehen jetzt hier eine Fibonacci Level. Wichtig ist für mich, ich lege das so an, der Startpunkt ist die 0%, der Endpunkt der Bewegung ist die 100%. Du weißt sicher, dass jedes Retracement, wie es in dem Fall heißt, als Unterstützung und potenzielle Trendwende dargestellt wird. Ein Trend wird also korrigiert und das misst man unter anderem mit diesen Fibonacci Retracements. Und dabei schaue ich natürlich auf alle. Ja, auf alle 1, 2, 3, 4, 5 möglichen Trendwände. Das sind für mich die wichtigsten. Ja? 78,6, das ist die weniger bekanntere mit dem 23,6. Ja? Die wichtigen, die wahrscheinlich geläufig sind, sind die 38,2, die 50 und die 61,8. Aber in Verbindung mit der Elliott-Wellentheorie sind alle diese wichtig. Elliott-Wellentheorie erkläre ich dir gleich im Anschluss, denn auch diese nutze ich. Ja? Wie nutze ich jetzt also die Fibonacci-Level? Wie gesagt, ich definiere hier mögliche Umkehrzonen. Und hier sehen wir eine ganz spannende Umkehrzone. Nur aus dem Unterstützungscluster in dieser Kombination mit diesen EMA-gleitenden Durchschnitten, hier diese Knautschzone und dieser Wolkenkante. Hier fällt jetzt auch noch das 61,8er Retracement auf. Also eine sehr spannende Zone. Das sollte ich mir im Auge behalten. Ja? Also darauf achte ich dann. Auf der Oberseite kann man die Extensionen, das sind die oberhalb von 100%, als Kursziele nutzen und definieren. Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit, abseits der Fibonacci-Levels und Extensionen, und zwar sind das die Fibonacci-Projektionen. Zeige ich dir auch kurz, möchte ich dir hier zeigen, wir haben hier eine Möglichkeit mit dieser Fibonacci-Projektion,
über drei Punkte anzulegen und zu definieren, wo sind mögliche Kursziele auf der Unterseite. Dafür steht natürlich auch jede Projektion wieder für sich. 61, 8, 78, 100, 127, 161, 200 und die 261. Und genau darauf achte ich auch jetzt wieder. Ja? Ich möchte für meine Ausstiege zum Beispiel oder für meine Kursziele anhand zum Beispiel von Fibonacci-Projektion in Verbindung mit der Extension, in Verbindung mit den Elliott-Wellen eine mögliche markante Zone definieren, wo der Markttrend des Basiswerts endet, vermutlich, oder nur korrigiert. Ja? Das kann ich mit diesen herausfinden. Das heißt, diese Fibonacci-Projektion und Level nutze ich in der Verbindung. Elliott-Wellen ist eine riesengroße und komplexe Analysemethode. Ja? Ich möchte sie nur kurz schematisch darstellen. Ja? Die wichtigsten Punkte vorab. Elliott-Wellen beschreibt das Wellenverhältnis eines Zykluses. Ja? Wir haben einen Zyklus, der sich wie folgt aufbaut, in 5 Wellen. Ja? 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt ist dieser Aufwärtszyklus, dieser Aufwärtsimpuls nennt man ihn. Das heißt also, wenn ich zukünftig von einem Impuls spreche, dann meine ich genau diesen Impuls, ja? Einen fünfwelligen Aufwärtsimpuls, ja? Und es ist so, dass natürlich etliche Regeln dazu beachten gibt, was darf passieren, wie darf es nicht passieren, aber so tief greife ich dir jetzt nicht ins Thema. Ich möchte dir nur einen Basiskurs geben, ja? Und dieser Basiskurs lässt sich dann wie folgt mit Elliott-Wellen zählen. 1, 2, 3, 4, 5, das ist das Impulsmuster. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einen Impuls zu zählen, und zwar eine 1. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 gibt eine 1. Ja? Und auch diese 1 hat in den Unterwellen 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Soweit verstanden? Ich hoffe, es wird nicht zu komplex, aber ich möchte es dir unbedingt mitgeben, das ist wirklich eine essentielle Analysemethode meinerseits, wo ich meine Setups drauf aufbaue. Ja? Und es ist so, dass wir die Impulswellen 1, die Impulswellen 3 und die Impulswelle 5 handeln können, wollen und sollen. Ja? Im Regelfall sollte man die Korrekturwellen 2 und 4 eher nicht traden, denn sie laufen natürlich gegen den ursprünglichen Trend. Was ich aber durchaus mache, ich suche mir Unterstrukturen und trade die Unterstruktur dann natürlich auch in Short-Richtung. Ja? Ist ein Ticken gefährlicher, ist aber deutlich auch ergiebiger. Und diese Impulswelle jetzt wird korrigiert durch ein Korrekturmuster in Form einer ABC. Das ist die einfache Variante, ja. Das heißt, wir haben hier die 1 gesehen, ABC. Und diese ABC gibt dann wiederum die 2 als Wellengrad. Okay? Und du siehst, so steigert sich das immer weiter fort. Und wir haben hier dann ein klasse Impuls- und Korrekturmuster entwickelt. Und wir versuchen natürlich in diesen Bereichen, natürlich in der letztendlichen Korrekturende einzusteigen und eine Impulswelle zu traden. Das geht natürlich, wie gesagt, in den 1, 3 und 5. Ja? Das ist die Möglichkeit der Elliott-Wellen-Analysemethode, ganz einfach und schematisch dargestellt. So komplex wie das ist, werde ich es dir nicht weitergeben, werde ich auch in meinen Trades nicht weitergeben, denn das ist meine Arbeit, die ich für dich mache. Ja? Du kriegst nur die Einfachheit im System vorgestellt. Und das ist, finde ich, super, denn ich übernehme die Arbeit und das Wichtigste und analysiere die Asset-Klassen in dem Fall für dich und bereite dann einen Trade auf. Das heißt also, wir haben bereits Unterstützung und Widerstand, Fibonacci und Fibonacci-Projektion und die Elliott-Wellen. Die Fibonacci und die Elliott-Wellen gehen immer im Einklang, das musst du dir merken. Und auch hier gibt es natürlich etwaige Regeln, wiederkehrende Muster, und die erfüllt werden können und sollen und wo man sich darauf fokussiert. Ja? Aber soweit wollte ich jetzt nicht eingreifen. Dann können wir das hier wieder rauslöschen. Die Elliott-Wellen ist also ein essentielles Thema für mich. Was haben wir noch? Chartformation. Chartformation trade ich auch natürlich sehr gerne. Dazu muss man natürlich wissen, welche Chartformation welche Regeln erfüllen sollte und welche nicht. Auch Chartformationen gehen in Einklang mit der Elliott-Wellen-Strategie. Zum Beispiel ein Doppeltop.
Wie wir es hier sehen, Valero Energy ist gerade aktuell der Basiswert. Ja? Wir haben ein Hoch erreicht und wir haben ein weiteres Hoch erreicht, das über dem ersten Hoch liegt. Ja? Dazu sehen wir eine Umkehrkerze und du siehst auch hier, ich habe mir bereits einen Alarm gelegt, weil ich die Aktie interessant finde auf der Short-Seite, obwohl sie jetzt in einem starken Trendverhalten steht, aber eine Chartformation, in diesem Fall ein potenzielles Doppeltop, denn es ist ja noch kein vollendetes. Wann ist es ein vollendetes Doppeltop? Wenn hier die Nackenlinie auf der Unterseite durchbrochen wird und dann haben wir natürlich hier die Möglichkeit, eine einfache charttechnische Ableitung des Abwärtsziels zu generieren, das wie folgt ausschaut. Ja? Wir haben dann hier das erste Top, das zweite Top und die Strecke aus diesen Tops kann nach unten abgetragen werden. Ja? Also, das verbinde ich ebenfalls mit Elliott-Wellen, Fibonacci und Chartformationen. Ja? Und es ist nicht so, dass ich das alles alleinstehend nutze. Nein, ich nutze das alles kombiniert zusammen, um bestmögliche Ergebnisse zu liefern. Ja? Gut, das Letzte, was ich in meiner technischen Analyse nutze, ist Kerzen. Ja? Die Kerzen kommen aus Japan und haben sich echt eingebürgert. Also da achten die Marktteilnehmer wirklich drauf und wir sehen jetzt hier auch eine schöne Umkehrkerze in diesem Fall und genau diese Umkehrkerzen in Verbindung an wichtigen charttechnischen Marken geben für mich einen möglichen Trendwendepunkt und durchaus auch mal den Einstiegspunkt vor. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt eine Position eröffnen würde, prüfe ich die Indikatoren, den Chartaufbau, Divergenzen, dann charttechnische Formationen, Elliott-Wellen, dann die Kerzenformation. Ja? Wie ist der Chartaufbau, die Chartstruktur der Elliott-Wellen gegeben und ist es tatsächlich die Möglichkeit eines Doppeltops? Ja? Und so bilde ich meine Trades dann ab. Ja? Das in Form, diese Kombination in der technischen Analyse. Ja? Natürlich ist die technische Analyse viel, viel größer, viel, viel komplexer, aber so ein Auszug, das, was ich brauchbar finde und was ich nutze.